Gestrandet in der neuen Welt. Begrüße ich euch, meine liebsten Zuschauer, zur zweiten Folge hier von meinem Let's Play zu Monster Hunter World. Weiter geht's im Spielgeschehen. Wir sind hier an einem uns unbekannten Ort angekommen. Dies ist die Forschungsstation Astera, die Chosa Kyoten Astera. Und die hat sich am Ende der letzten Folge vor unserem Auge offenbart. Wie ein dreidimensionales Bilderbuch hat sie sich entfaltet vor uns und wir staunen noch vor den ganzen Eindrücken, die wir gesammelt haben. Wir haben schon ein leichtes erstes Stelldichein mit dem Kommandanten hier gehabt und werden nun von dem Anführer des Feldteams hier durchgeführt. Und die Führung wollen wir nun fortsetzen in dieser Folge. Ich gehe aber erstmal nochmal ganz kurz ganz an den Anfang, um das noch ein bisschen runder zu gestalten, den Einstieg. Und wir sehen, hier geht es hinein über eine... Ja, okay! Ich werde schon angeschrien, ich werde schon angemeckert und gleich werde ich wahrscheinlich hier noch zur Rechenschaft gezogen, wenn ich noch länger auf mich warten lasse. Hier werden wir wahrscheinlich nochmal zurückkommen. Das ist auf jeden Fall der Eingangsbereich dieses kleinen, provisorischen, schönen Städtchens. So, ich folge ihm jetzt einfach mal, weil das unsere Mission ja ist. Und mal schauen, was er zu sagen hat. Hallo! Okay, zur Schmiede sollen wir. Und architektonisch ist das meines Erachtens schon der absolute Wahnsinn, dass man hier die Stadt als Holzkonstruktion zwischen den gelandeten Schiffen hier aufgebaut hat. Ah, okay, sein Großvater also. Ach, er ist also auch ganz, ganz frisch hier. Das ist ja schön, wenn man ein paar Gleichgesinnte bei sich weiß. Guckt doch mal. Oh, jeder Blick wie ein Gemälde, oder? Klasse. So. Kommen wir mal aus dem Schwärmen raus und schauen uns hier das Praktische an. Wen haben wir denn da? Ja, ich möchte auch mal ganz kurz hier rein. Meister der zweiten Flotte ist dort vorne. Und was ist das hier für ein kleiner Gnom? Der Technikchef, der da sagt: Also, Neuankömmling? Wer von euch weiß, wie man ein bisschen Spaß hat? Was? In welche Richtung willst du mich jetzt ziehen, alter Mann? Ich weiß natürlich, was Spaß heißt. So, und das ist der Meister der zweiten Flotte, der sagt: Ah, die glanzvolle Fünfte ist eingetroffen. Willkommen. Ich habe gehört, es war schwierig. Was? Wo ist denn deine Ausrüstung? Ich habe leider keine. Du brauchst Ausrüstung! Zumindest eine Waffe. Dann reden wir weiter. Okay. Das ist der Ausrüstungsladen. Und da ist eine gute Dame am Tresen, die da sagt: Ach, was haben wir denn hier? Ein neues Gesicht, was? Du musst zur Fünften gehören. Willkommen in der neuen Welt. Ihr könnt später über das Geschäft reden, wenn du eine Waffe hast. Ohne Waffe wirkst du fast nackt. Ich warte hier auf dich, mein süßer Kleiner. Ah, ist genau mein Alter, ne? Also ich glaube, wir würden gut zusammenpassen. Kurano und die Dame vom Ausrüstungsladen. Mal gucken. Jetzt auf jeden Fall zurück zum Anführer des Feldteams. Der wartet nämlich auch auf uns. Und ihn begleiten wir zur Kantine. Was ist er hier? Oder sie oder das? Oder Luftschiff-Ingenieur? Die Fünfte ist also angekommen. Ja gut. Ach, wir suchen ja immer noch unseren Palico. Ah! Haushälter, ach so, ich dachte, das ist nicht meiner, ne? Sieht eh nicht aus wie mein Palico. Wie mein kleiner Crescent. So, die Kantine. Okay, gut zu wissen. Ach, schau mal an, leicht verirrt. Unverkennbar an den beiden Augen. Und das ist die Ratssitzung, die jetzt beginnt, von der dem Kommandant ja auch im Vorfeld gesprochen hat.
So, die Ratssitzung beginnt. So, herzlich willkommen an uns. Mhm. Ein paar Worte. Genau, überlassen wir ihr einfach mal, ne? Vielen Dank. Da haben wir die Küperin. Ich freue mich darauf. Freut es ganz meinerseits. Und jetzt hat der Koloss von der ersten Episode aus auch einen Namen. Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Mhm. Das gilt zu klären. Was ist denn das für eine Kreatur? Der Chefökologe. Ein Mensch ist das jedenfalls nicht. Okay. Ein Jagras-Problem sowie den Schutz des Hauptquartiers. Verstanden. Ganz klar. Das ist sehr freundlich. Der Chefkoch gefällt mir umso besser gerade. Rechts. Die muskelbepackte Prollkatze. Ja. Okay. Dann kommen wir hoffentlich auch diesen Erwartungen entsprechend nach. Okay, Kaisan, wir dürfen uns also jetzt wieder trennen. Wir dürfen den Rat verlassen und uns um unseren ersten Auftrag kümmern. Hier spricht jetzt der Anführer des Feldteams. Du bist noch keinen ganzen Tag hier und hast schon deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Nehmen wir dieses Jagras-Problem mal genauer unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. In deinem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. Jetzt gehen wir langsam in die Substanz über. Und wir sehen, aha. Der Technikchef sagt, ruhig mit den Pferden, Neuling. Okay. Das ist mein Raum. Schauen wir mal. Habe ich mich jetzt gerade optisch geirrt oder ist das tatsächlich keine Tür, sondern nur ein Vorhang, der den Weg in meinen Raum verhüllt? Guck mal, aber sieht doch ganz gemütlich aus. Schummrig, bisschen verstaubt vielleicht, aber nicht schlecht. Unser Kätzchen hat sich auch schon gemütlich gemacht, die Kiste steht schon offen. Sprich, wir dürften uns doch jetzt bedienen, oder? Wir sollen aus der Truhe eine Waffe holen. Aus der Waffe, ja, da werden wir bald Gewalt offenbaren, entfalten und die Monster vernichten. Mit dem, was wir aus der Waffe alles rausholen können. Aber jetzt erstmal die Rüstung anlegen. So, wir haben jetzt etwas, was hier uns beigebracht werden soll. Und zwar die 14 Jägerwaffen. Und das können wir uns auch in Videoform angucken. Ich lasse es mal laufen und lese dabei einfach mal. Die verschiedenen Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit Schwert und Schild sehr schnell zuschlagen kannst. Das schwere Bogengewehr ist zwar unhandlich, seine Schüsse sind aber sehr mächtig. Entscheide dich für einen der Waffen und zieh mit ihr ins Feld. Du kannst auch den Trainingsbereich besuchen, nachdem du eine Waffe ausgerüstet hast, indem du mit dem Haushälter in deinem Raum sprichst.
Dort kannst du beliebig lange mit deiner gewählten Waffe üben. Und was die Rüstung anbelangt, so steht da wie folgt, dein fünfteiliger Schutz. Rüstungssets bestehen aus 5 Teilen. Jedes Teil bietet einen gewissen Schutz sowie Ausrüstungsfertigkeiten, die dir die Jagd erleichtern. Du kannst die verschiedenen Rüstungsteile beliebig kombinieren, um die perfekte Mischung für deinen Spielstil zu finden. Mit L2 und R2 kannst du dir die Fertigkeiten und Werte deiner Ausrüstung ansehen. Du kannst außerdem Ausrüstungssets speichern, um schnell zwischen deinen Lieblingskombinationen zu wechseln. So, das ist eigentlich alles relativ klar. Das heißt, wir können das Tutorial verlassen. Und ein jeder Monster Hunter Freund weiß genau, wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Wir können uns tatsächlich eine Waffe wählen. Wir haben hier 16 am Start. Und das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Kaliber. Großschwert, Kurzschwert mit Schild und ohne, Doppelklinge, Hammer, hier Metalldudelsack, warum auch immer man mit einem Metalldudelsack kämpfen möchte. Ich weiß es nicht. Eisenlanze, Eisengewehrlanze, das klingt schon mal verdammt cool. Proto-Eisenaxt, Proto-Kommissionsaxt, Eisenklinge, Kettenblitz, Eisenüberfall, Eisenbogen, Keulendrohnen und Schadensdrohnen. Ich habe ja in der ersten Folge schon angedeutet, dass ich meist den Pfad des Schützen beschreite. Das liegt daran, dass ich oft im Team mit Freunden, Kollegen, Kameraden spiele und die anderen immer die Haut draufrolle. Bekleiden, also mit großem Schwert oder Hammer und sowas ins Feld schreien und ich dann meist von hinten, ja, aus dem Hinterhalt agiere und so will ich das auch dieses Mal gestalten. Allerdings heißt das natürlich nicht, dass ich mich auf eine Waffe versteife. Wir werden hier das bunte Potpourri an Waffen komplett ausschöpfen und uns mit allen einmal anvertrauen. Und ich denke, ich werde ganz zu Beginn erstmal das Schmetterschwert einfach mal anlegen und wir testen es einfach mal, um die Mechanik von dem neuen Teil der Reihe auch mal zu sehen. So, jetzt haben wir hier das fünfteilige Rüstungsset und wir sind jetzt ganz auf Leder getrimmt, können aber auch auf Ketten umwandeln. Leder ist eigentlich ganz gut, weil das relativ leicht ist, ne? Am Verteidigungswert ändert das nichts. Je nachdem aber, was man trägt, ändert es was an den Abwehrverhalten, was die Elementaraspekte anbelangt. Feuer, Wasser, Donner, Eis und Drachen seht ihr rechts. So hat die Lederrüstung zum Beispiel einen besseren Schutz gegen Feuer. Der Kettenkopfschuss allerdings gegen Wasser. Ne? So viel dazu. Ausrüstungstruhe. Da ist alles nochmal zusammengefasst. Brauchen wir nicht. Wir haben das Schmetterschwert und wollen das jetzt erstmal testen. Verwalten, herstellen, Objekte verkaufen und so können wir alles auch, aber das ist für später vorhergesehen. So. Wir können natürlich jetzt bei unserem Haushälter hier in den Trainingsbereich wechseln, aber... Ja, ist okay, wissen wir. Ja, erzählt das nochmal, was ich gerade nochmal sagen wollte. Aber, wie gesagt, man kann trainieren. Ich mache das aber meist eher auf dem Felde, weil ich das halt spannender finde. Wenn man in der Quest sich die Waffen dann auch mal anguckt, da vertraut macht mit und einfach mal kämpft. Und das wollen wir jetzt tatsächlich auch endlich mal machen. Damit wir dem Namen des Spiels auch gerecht werden und auch mal ein Monster jagen. Und das erste Monster ist wahrscheinlich, wie auch in den vielen anderen Teilen, ein Jagra, den wir hier besiegen sollen. Und ich gucke mal, was denn hier auf uns wartet. So, der Anführer des Feldteams sagt wie folgt. Jetzt hast du also Zugang zum Ausrüstungsladen und zum Versorgungslager. Besorg dir, was du brauchst. Wenn du fertig bist, geh zu deiner Wildexpertin in der Kantine, um dich für eine Quest zu melden. Okay. So. Ja, wir sollen in die Kantine. Mit dem Aufzug können wir sogar fahren. Wo ist denn der? Der vorne? Ach, hier, ne? Quatsch. Ist das der richtige Weg? Hier sind wir ja... Ach, da vorne ist der Aufzug. Okay. Sorry, ich muss mich erstmal orientieren. Ist noch alles neu für mich. Wo wollen wir hin? Zur Kantine. Selbstredend. Da kommen wir echt ganz fix nach oben. Da haben wir doch unsere Wildexpertin. Das ist der Questschalter. Wie ich sehe. Und die sagt, okay Partner, jetzt geht's los. Die Gilde hat uns nicht grundlos zusammengebracht. Ab sofort bist du mein Jäger und ich bin deine Wildexpertin. Ich bin das Brot für deine Butter. Kapiert?
Wohl eher andersrum. Ich bin dein, das Brot für deine Butter, du. Du schmierst mich doch die ganze Zeit voll mit deinen Worten. Sie sagt jetzt jedenfalls, die erste Mission der 5. Flotte ist die Untersuchung des Jagras-Gebietes. Da müssen wir eine bestimmte Anzahl von ihnen erlegen, um das Gebiet zu sichern. Wir können aufbrechen, sobald du dich zur Quest, die Jagras des uralten Waldes, gemeldet hast. Bist du bereit? Sowas von. Da draußen wartet eine wilde neue Welt voller Wunder auf uns. Neue Quest bekannt machen. Und auch hier kriegen wir ein Tutorial vorgesetzt, was ein jeder Monster Hunter Kenner bereits zu Genüge kennt, aber für all diejenigen, die neu sind, will ich das natürlich nochmal verlesen. Da steht nämlich, alle Quests haben Ziele, etwa das Töten eines Monsters, um eine Quest zu starten, musst du sie zunächst annehmen. Aufgaben schließe die Mission ab, um die Geschichte voranzutreiben. Optional Quests, hierzu gehören auch Aufgaben, die du für NSCs erledigst. Du wirst nach und nach weitere Voraussetzungen erfüllen und weitere Quests freischalten. Du kannst so viele optionale Quests annehmen, wie du möchtest. Untersuchungen, diese speziellen Quests erhältst du in der Ressourcenzentrale. Sie können nicht beliebig oft abgeschlossen werden. Aha. Und Event Quests, das sind besondere Quests, die du nur online spielen kannst. Man sieht, wir sind teilweise dann auch davon abhängig, dass wir online spielen. Event-Quests können wir sozusagen nur im Internet dann vollziehen. Aber das macht nichts, denn wir sind sowohl online als auch offline hier tätig. Das Tutorial verlassen wir natürlich und haben hier jetzt, wie gesagt, diese verschiedenen Reiter, die wir aktivieren können. Wir gehen erstmal auf Aufgaben und haben hier an allererster Stelle die Jagras des uralten Waldes. Und sehen die Karte, ist der uralte Wald. Wir sollen 7 Jagras töten, kriegen dafür 27 Z. Zeitlimit 50 Minuten, okay. Der Kommandant sagt dazu, das Erscheinen des Soda Magdados hat im lokalen Ökosystem Veränderungen verursacht. Begib dich ins Jagras-Gebiet zum Nachforschen und töte sie, wenn nötig. Einfach mal töten, so, gut. Das klingt doch fantastisch. Ich habe was verfügbare Gutscheine, wofür? Ne, ich habe keine Gutscheine, will ich auch nicht. Gut, annehmen. Quest akzeptiert! Okay! Und jetzt gibt's noch eine Information zum Quest Countdown. Also, du kannst Astera erkunden, während die Vorbereitungen für die Quest laufen. Iss etwas in der Kantine, kaufe Vorräte im Versorgungslager und hol dir im Ausrüstungsladen sowie der Schmiede die neuesten Ausrüstungsgegenstände. Passe danach deine Ausrüstung über die Objekttruhe an und dann dürfte es schon eine Zeit sein, mit der Arbeit anzufangen. Die Quest beginnt. Schau dir den Bereich oben links auf dem Bildschirm an. Ist deine Quest bereit? Erscheint dort eine Benachrichtigung. Hast du deine Vorbereitung abgeschlossen? Drücke die Pet-Taste, um anzuzeigen, dass du bereit bist. Du kannst auch aufbrechen, indem du an einen der Tore von Astera X drückst. Wenn du im Menü Gruppenmitgliederstatus bereit zum Aufbruch auswählst... Ja, okay, da hat es eben schon geklingelt. Okay, ich muss mich beeilen. Bereit zum Aufbruch auswählst, bricht die Gruppe auf, sobald alle Mitglieder bereit sind. Wenn du der Questleiter bist, kannst du mit 3 Quarter dich aufbrechen, zusammen mit anderen, die bereits sind. Yep. So, wir sind, glaube ich, soweit. Nee, ach, jetzt wird es vorbereitet. Mhm. Kantine können wir noch was schnabulieren. Aber bevor wir das machen, kriegen wir natürlich auch hier noch eine Erklärung. Denn die Kantine hat folgende Bedeutung, ne? Durch das Essen von Mahlzeiten können Werte wie Gesundheit und Ausdauer gesteigert, sowie besondere Nahrungsfertigkeiten oder Fähigkeiten erhalten werden. Wähle dazu aus dem Menü die Mahlzeit aus, die du essen möchtest. Ihre Effekte werden in der Bildschirmmitte angezeigt. Schau dir die Effekte jeder Mahlzeit gut an, um zu sehen, welche dir am meisten Vorteile auf deiner nächsten Jagd verschafft. Nahrungsfähigkeiten werden mit einer bestimmten Chance aktiviert. Verwende frische Zutaten, um die Chance zu steigern. Hinweis, Mahleffekte werden nicht gespeichert. Die Effekte von Mahlzeiten enden, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt. Erstens, du schließt eine Quest ab. Zweitens, du kehrst von einer Quest oder Expedition zurück. Oder drittens, du wirst während einer Quest oder Expedition ohnmächtig. Im Lager kannst du kurze Zeit nach dem Essen einer Mahlzeit etwa 10 Minuten erneut essen. Nach einer Ohnmacht quasi ein Muss. Die Effekte deiner Mahlzeit werden übernommen, wenn du während einer Expedition eine Quest startest oder von einem Ort zum anderen wechselst. Ja. Yep. Also, das ist nun ein essentieller Aspekt, den man beherzigen möchte und muss vor allem. Denn wir können hier für Geld, wir haben 2000 auf Lager, Gerichte holen und uns dadurch dann stärken. Ich gehe mal auf ein Fleischgericht. Und bestellen wir einfach diese Mahlzeit gleich mal. Denn wir sehen, dadurch wird unser Angriff erhöht. Wir brauchen 2 Fleisch. Unten steht das nochmal Nahrungsfähigkeiten. Feline, Polierer. Okay, ja, wir machen es einfach mal. Da werden wir uns auch später noch ein bisschen näher mit anvertrauen. Und das wird gleich hier in einer schönen, lustigen Sequenz präsentiert. Die wird uns spätestens nach dem 4., 5. Mal aus den Ohren und Augen raushängen, die Sequenz. Aber es ist trotzdem schön, was wir kriegen. Und wie er hier reinhaut. Also es ist liebevoll gestaltet, kann man nichts sagen. Wundervoll. Wundervoll! Guck mal, haben wir uns den Bauch vollgeschlagen. So, und
Ja, wir sind abreisebereit und können jetzt hier den Bildschirm öffnen und zur Quest aufbrechen, indem wir einfach mal ja sagen, ne? Und da ist kein großes Drumherum. Wir müssen nicht zum Dorfausgang gehen oder irgendwie was sonst was machen. Nein! Wir drücken einfach hier R3 einmal rein und zack, sind wir in der Quest. Ist das nicht cool? Das ist, wie gesagt, eine der Verbesserungen meiner Meinung nach zu den Vorgängerteilen, dass man einfach viele Schritte verleichtert und er also einfacher macht und beschleunigt. So, 50 Minuten brechen an, hier auf unserer ersten Quest. So. Ja, das wäre super. Okay, Ziel erfüllen ist das erste Ziel. Ja, das ist klar. Selbstverständlich, wir müssen unser Ziel erfüllen. Okay, wir müssen also unser Ziel erfüllen. Nochmal gesagt, danke fürs Mehrfachsagen, dann prägt sich das besser ein. Wir können auf die Karte gucken, wir sollen also die gewisse Anzahl an Jagadas besiegen. Ah, ja, 7 Stück. Sehr gerne. Okay. Verstanden. Werde ich sofort tun. Ja, ich gucke aber erstmal hier rein. Und wir haben hier dreierlei. Munition brauchen wir gerade nicht, weil wir auf das Schwert erstmal aufgestiegen sind. Wir wollen erstmal halt den Nahkampf erproben und später werden wir dann hier auch in die Munitionskiste reingreifen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was haben wir denn hier? Erste Hilfe, simple Ration und eine leere Fiole. Was man machen kann, ist einfach mal sagen, hier komm, ich nehme alles. Ne? Zack, die leeren Fiolen nicht. Habe ich sie jetzt rausgenommen? Ja, ne? Ich hoffe doch. So, jetzt haben wir unten, ihr seht es, wir haben das jetzt unten und können jetzt hier mit den Richtungstasten in unserem Inventar hin und her schreiten. Auf L1 können wir die... Okay, ich muss erstmal jetzt mit der Steuerung klarkommen. Die Kamera zentrieren und fixieren. Hier können wir mit L2 uns orientieren, unseren Fokus setzen. Wollen wir alles jetzt gerade nicht. Wir wollen eine Ration und zwar essen. Zack. Da seht ihr oben, unsere Ausdauer steigt. Können wir mehrere essen? Nee, einmal und dann haben wir eine fette Ausdauer oben und können damit dann starten. So, du hast alles, was du brauchst. Gut, dann mal los. Gibt's hier noch irgendwas, was wir noch haben können? Kreskin, willst du mich dich einfach mal... Ich bin auf alle Fälle vorbereitet, okay. Nee, möchte ich nicht zurücklassen. Das soll natürlich mitkommen. Ich guck nochmal, gibt's hier noch was? Hier kann man auch natürlich eine Mahlzeit sich gönnen, aber wir haben ja gerade gegessen, haben noch einen vollen Magen und wollen deshalb los. Wir erinnern uns, hier waren wir schon. Ha! L1 gedrückt halten, Objekt behalten. Wir haben hier unten... Zack, Moment. Jetzt mit dem, wenn ich L1 gedrückt halte, habe ich mit dem rechten Stick hier ein Abkürzungs-Inventar geöffnet. Heißt, ich kann einfach mit den Richtungstasten hier die Sachen wählen. Eine simple Ration zum Beispiel so zack drauf lassen und dann esse ich das. Ganz praktisch. Und wenn ich jetzt L1 gedrückt halte und kann ich auch noch die verschiedenen anderen Menüs eröffnen, kommunizieren, Munition wählen und so weiter und so fort. Das macht uns vieles später leichter. Und ja, das sollte man sich auf jeden Fall im Vorfeld merken. Okay. Die Waffe gezogen. Mit R2 kann ich übrigens blocken. Das haben wir jetzt das erste Mal gesehen. Ne? Zack, mit R1 kann ich sie wieder zurücklegen. Und Kraut sammeln wir. Wir können jetzt tatsächlich alles sammeln, was wir brauchen. Aber wir dürfen natürlich nicht unser Hauptziel aus den Augen verlieren. Sonst sind wir in 50 Minuten noch nicht fertig. Und das wäre tödlich. Mit Dreieck ziehen wir so. Und hier L3, R1 wegstecken. Und oben kriegen wir immer noch die kleinen Shortcuts gezeigt, wie denn die Waffen auch zu verwenden sind. Ganz praktisch. So, Kraut, wir folgen immer noch den Spuren. Guck mal hier. Honig. Genau. Nehmen wir mal 2 Megatränke mit. Haben wir jetzt schon auf Maximum erhöht oder warum stand das da eben? Ich glaube, ne? Ja, ja. Ich wollte nur noch mal das hier mitnehmen. Schleudermunition.
Mit L2, das ist die Schleuder. Und mit R2 können wir dann die Viecher locken, ne? Guck mal, da sind sie. Zack. Komm mal raus aus eurem Bau. Wir kämpfen lieber hier. So, Schwert gezogen. Und jetzt Dreieck gedrückt halten. Auf Glonnerhieb. Der daneben ging. Die sind nämlich nicht dumm, die Teile. Weiterhieb. Okay. Ihr seht, ich bin kein Schwertkämpfer. War ich auch noch nie beim Monster Hunter, wirklich. Aber kann sich ja noch ändern. Die Reichweite ist nicht wirklich so gut, wie ich mir das erhofft habe. Jetzt aber. Komm schon. Kodando, stell dich nicht allzu dumm an. So, der Jagra ist besiegt. Wir gehen mal hin. Schleuderfackel sammeln wir auf. Und wir können ihn dann mit Kreis auch immer wieder ernten, sag ich mal, ausnehmen. Und dadurch Gegenstände wie Jagra-Schuppen und so erhalten. So. Da war ein Rotkern, nehmen wir alles mit. Zack, zack. So, mein Freund, was ist los? Soll ich weitergehen? Okay. Was war das? Boah. Hier habe ich natürlich schlechte Karten mit meinem großen Schwert. Mit R3 kann ich sie übrigens anvisieren. Das hätte ich eben mal machen sollen. Dann erwische ich sie auch besser. Ah, komm mal her. Oh. Jetzt aber! Tot ist er! Und dein Kamerad wird dir gleich folgen! In die Dino-Hölle. Gott sei Dank spielen wir hier gerade kein Dark Souls bzw. Bloodborne, wo man mit der Waffe gegen jede Wand stoßen würde. Da hätte man mich jetzt gerade echt die Kürzeren gezwungen. In diesem engen Gang. So, scharfe Klaue. Und das zweimal von einem kleinen Reißzahnwalvern erhalten. Im Gegensatz zu Walvernklauen ist diese geformt, um zu greifen. Guck mal da vorne. Diese Leuchtkäfer. Boah, hätte ich am liebsten gleich mal getroffen. Das explodiert dann nämlich. Aber ich bin einfach zu lahm, was es anbelangt. Boah. Jetzt aber. Oh, ich darf mich natürlich nicht jetzt in die Herde hier reintreiben lassen. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich würde es ja gerne machen. Oh, das wird brenzliger, als ich erwartet habe. Wieder dabei. Das sind ein paar viele. Kann mir nicht mal mein Trainer hier helfen? Oh, verdammt. Jetzt aber. Falsche Richtung, Kamerad. Zieh doch die Waffe und schlag zu. Jawoll. So, Hauptziel ist schon abgeschlossen. Das war's. So viele getötet. Die restlichen verpieseln sich schon. So, bevor wir jetzt aber in einer Minute zurück zur Basis kennen, versuche ich noch so viele wie möglich hier auszunehmen und zu looten, denn das ist so der zentrale Aspekt. Loot sammeln. Und Loot gibt's hier nicht in Boxform, sondern in Form von Monstern, die man hier ausweiden kann. Und jetzt ist oben der Timer erschienen. 30 Sekunden haben wir noch. Das ist immer so eigentlich fast der spannendste Aspekt am Ende, dass man dann noch seine Gegenstände kriegt. Und das basiert übrigens auf dem Zufallprinzip, wie gut die Sachen sind, die man kriegt. Das heißt, man muss ab und zu manche Missionen mehrfach machen, um auch das entsprechende Material zu erhaschen, was man sich auch vorgestellt hat. Aber das werden wir auch noch später sehen. So. Ich denke, es wird auch noch viel spannender. So, jetzt haben wir es geschafft. Spannender, wenn wir später mit anderen Leuten noch zusammenspielen und so ein bisschen interagieren und mit Taktik vorgehen und die Monster erledigen. So. Recht moderate Zeit. Ja, fast 7 Minuten. Okay. Gibt es wahrscheinlich Besseres. Und wir kriegen jetzt verschiedene Belohnungen, Sachen, die wir eingesammelt haben. Und Rüstkugeln, Machaliterz, Giftpilz, Mandragora, Eisenerz und so weiter und so fort. Muss uns jetzt nicht beschäftigen, was man damit alles machen kann. Das werden wir auch noch sehen.
So, kann ich das alles mitnehmen? Kann ich das nicht mit einem Knopfdruck alles? Nee, so, zack, komm, machen wir's so. Verkaufen kann man es auch, aber jetzt geht's mir erstmal darum, dass ich alles sammeln kann. So, Palico hat hier Nadelbeeren und Monsterknochen gesammelt. Schön. Sehr nett. So, mein Palico steigt. Und ja, ihr seht, der Palico kann sich aufleveln, wir wiederum nicht. Wir werden stärker, indem wir uns neue Rüstungen bauen oder neue Waffen herstellen. Aber sonst, nee, ist das nichts hier mit Erfahrungspunkten sammeln und sowas. Das gibt's hier nicht. Hier wird man anders definiert. Hier wird Stärke in ganz anderen Werten gemessen. Was ich auch mal ganz cool finde. Ganz schöne Abwechslung. So. Überprüfe die Verbindung zum Netzwerk. Was ist das denn? Was ist mit dir los? Sind wir nicht mehr verbunden oder was? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, hat ihn gerade rausgerissen. So. Aber lassen wir ihm mal so ein bisschen Zeit. Geben wir ihm noch. Kann ja nicht schaden. Aber er überprüft ganz schön lange. Ich hoffe, dass wir hier jetzt nicht aus dem Abenteuer rausgeschmissen werden. Das wäre ja ganz traurig. Hier was drücken? Ich kann nichts drücken. Es kann auch sein, dass ich gerade irgendwie Netzwerkfehler habe. Nee, doch nicht. Das wäre wert zu erwarten gewesen bei meinem Glück. Aber wir sind doch noch vom Glück geküsst worden wahrscheinlich. So, es gibt hier auch in den Ladezeiten, um das ein bisschen zu überbrücken, denn ihr merkt schon, die dauern manchmal ein bisschen länger, ein paar Tipps noch mit an der Hand. Aber ganz ehrlich, das werden wir alles, ohne es jetzt zu lesen, noch in Erfahrung bringen können. So, klicke ich mich mal durch, ne? Hier kann ich gar nicht drücken. Na gut, egal. Da wären wir auch schon. Ihr habt beim Erlegen der Jaguars gute Arbeit geleistet, sagt der Herr Kommandant. Ihr Lebensraum hat sich nicht verändert, aber dennoch erhöht sich ihre Zahl, verstehe. Ich spreche nur das Offensichtliche aus, aber die Jaguars sind nicht die einzige Gefahr, die hier lauert. Wir haben zudem Berichte erhalten, dass eine Kestodon-Herde außer Kontrolle geraten ist. All das wohl deswegen, weil der Soda Magdaros Land erreicht hat. Der macht alle wahnsinnig. Es wird eure Aufgabe sein, sie zur Ruhe zu bringen. Wir möchten, dass ihr diese Kestodon-Herde untersucht und ausdünnt. Ich komme mit. Möchte nicht, dass euch was passiert. Du kannst jetzt über eine Online-Sitzung mit anderen Spielern zu Quests aufbrechen. Das ist ein Aspekt, den ich unbedingt wollte. Möchtest du die Sprach-Chat-Funktion jetzt aktivieren? Du kannst die Einstellung zum Sprach-Chat bitte in den Optionen ändern. Ich sag mal ja. So. Und ich bin jetzt den Sitzungen von ganz vielen verschiedenen Menschen beigetreten, die mich jetzt auch hören können, ne? Ist mir jetzt auch vollkommen Wumpe, muss ich ganz ehrlich sagen. Rede, Diode und so weiter und so fort. Sind ganz viele Leute. Ich kann das ja, glaube ich, jederzeit im Options-Menü ändern oder irgendwo was. Tortenmenü hat das was? Nee, das wollte ich nicht. Ich kann das jedenfalls ändern. Ich wusste gar nicht, bin ich jetzt. Ist das alles hier online? Was das denn? Technikchef, kannst du mir da helfen? Wir bauen eine Lager, wie wir es noch nie gesehen haben. Okay. Ich rede erstmal mit allen, ja? Unser Lager im uralten Wald wurde vom Soda Magdaros total zerstört. Nun, ohne Lager können wir kaum Forschung betreiben. Ich hoffe, wir finden bald eine Lösung. Ja. Wir haben darüber gesprochen, unser beschädigtes Lager wieder aufzubauen. Es versteht sich ja von selbst, dass die Etablierung eines sicheren Außenpostens für effiziente Forschung unabdingbar ist. Kommandant? Ich muss über etwas Wichtiges mit dir reden. Diese Kommission ist besonders, anders als deine bisherigen Verpflichtungen, vermute ich mal. Es geht nicht darum, Drachenälteste zu jagen, für den Schaden zu bestrafen, den sie verursachen. Die Kommission will deren Stellung innerhalb der Natur verstehen und unsere. Darum geht es. Die Drachenältesten sind die Natur. Sie zu bestrafen ist so zwecklos, wie vor ihr davonzulaufen. Aber die Natur verstehen, nun das können wir schaffen. Wir werden echte Herausforderungen erleben. Die beste Vorgehensweise wird nicht immer klar sein. Aber bevor du Leben nimmst oder verteidigst, musst du es verstehen. Das macht dich zum Jäger. Weise, weise Worte, mit denen wir die Folge nun hier beenden werden, meine lieben Freunde. Und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Vielleicht gibt es ja schon eine Gruppenmission. Wir werden es in Erfahrung bringen. Ich muss gleich mal gucken, wo ich speichern kann. Da reden schon... Reden die Leute mit mir da? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Vielleicht finden wir auch das Mysterium heraus, was die Leute von uns wollen. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt ihr bitte gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen!